Es wird moralisiert statt argumentiert. Ja? Es wird uns, und dieses Moralisieren, worauf basiert das? Es basiert auf der Aussage, wir müssen aus moralischen Gründen allen Menschen helfen, denen es schlechter geht als uns. Moralisch erstmal richtig, selbstverständlich. Also man hat moralisch auch die Pflicht, Menschen zu helfen, denen es schlechter geht. Man hilft ja auch dem Bettler, den man vor der Tür hat, und gibt ihm ab und zu mal auch was freiwillig. Aber was die Merkel macht, die nimmt jetzt den Bettler und steckt den bei ihnen in die Wohnung rein und sagt noch, ja, sie müssen sich um den kümmern. Und dann sagt sie auch noch, naja, sie haben doch neulich gesagt, sie brauchen da mal einen Facharbeiter, nicht, weil ihre Frau mit 3 Kindern, die muss sich kümmern, sie brauchen doch eine Aushilfe. Das ist die Situation bei uns. Und wenn Sie überlegen, wenn wir ganz ehrlich sind, uns geht es doch besser, ich würde mal schätzen, das ist jetzt keine Statistik der OECD, aber subjektive Schätzung, ich denke, uns geht es besser als 98% der Menschen auf der ganzen Welt. Ja? Im Umkehrschluss, wenn wir diesem Moralisieren nachkommen und sagen, okay, wir retten alle Menschen in der Welt, denen es schlechter geht als uns, dadurch, dass wir die zu uns reinholen, ja, was passiert dann? Uns wird es nicht mehr besser gehen und diesen Menschen wird auch nicht geholfen, weil wir können hier sicher nicht mehrere Milliarden Menschen in Deutschland beherbergen. Das geht gar nicht. Ja?